Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid hier zu einer neuen Runde. Und heute gibt es was ganz Besonderes. Wir reagieren nämlich auf den neuen Trailer zu Super Mario Party Jamboree, der auf dem Nintendo Deutschland Kanal rausgekommen ist. Das Spiel kommt ja Mitte Oktober raus, glaube ich. Bald steigt die größte Mario Party aller Zeiten. Genau, und der Sprecher ist hier auch am Start. Und ich bin echt gespannt, was man hier alles sehen wird, Leute. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Und ja, wir wissen ja schon, Super Mario Party, das ist ja irgendwie so Super Mario Party 2, weil allein das Spiel hat Super Mario Party im Namen. Und mit bis zu 4 Spielern es soll somit das größte Mario Party ever werden, glaube ich. Mario Party Modus, okay. Alter, wie geil das aussieht. Würfelt, um euch über das Spielbrett zu bewegen. Okay, man kann, also wir haben auch jetzt hier auch schon gesehen, dass man bis zu 10 würfeln kann. Die Regeln sind ganz einfach. Die Ansicht unten ist nice, Alter. Um euch über das Spielbrett zu bewegen. Sterne gibt es, Münzen gibt es mal wieder. Wer die meisten Sterne schnappen kann, gewinnt. Natürlich das altbekannte Prinzip. 7 Spielbretter stehen zur Verfügung. Das ist natürlich geil, Alter. 7 Spielbretter. Leckerwald. Ich bin euch ehrlich, ich fand es bisher immer in allen Mario Partys ein bisschen wenig Maps. Also könnten ruhig ein paar mehr Maps drin sein, ein paar viele mehr Maps. Mega Wigglers Leckerwald, okay. Sieht vielversprechend aus. Was ist das für ein Item? Euer Weg über das Spielbrett verändert sich, wenn Wiggler aufwacht. Oh, geil. Also ein bisschen mehr Dynamik im Spiel. Klemmt euch hinter das Steuer. Wie heißt das? Meisterwürfler? Meisterwürfler Motodrom. Motodrom. Klemmt euch hinter das Steuer und rast im Wahnsinnstempo über das Spielbrett. Ah, geil. Okay. Gumba Lagune. Das ist also diese Map, wo man wirklich die ganze Zeit in so einer Karte ist und über die Map fährt quasi. Gumba Lagune. Lasst euch in diesem Tropenparadies nicht von Ebbe und Flut kalt erwischen. Geil, das ändert sich. Ebbe und Flut Regenbogen ist hier am Start. Kaufpalast. Regenbogenkaufpalast. Erinnert ein bisschen an hier Kokospromenade, wenn ich ehrlich bin, dieses Einkaufscenter dort. Okay, hier sehen wir auch nochmal ein paar Items. Doppelwürfel, 200 Mal irgendein Ding. Okay, interessant. Eine Röhre haben wir hier. Wir kennen ja zum Beispiel auch die goldene Röhre aus Mario Party Superstars. Die ist overpowered. Digga, dann kommst du direkt zum Stern. Alter, ein Ausrufezeichen Block aus Mario 3D World. Ein anderer Block und langsamer Würfel, natürlich der Klassiker. Aktionen, tolle Schnäppchen. Geil, was Items ist das denn alles? Sterne für kurze Zeit zum halben Preis. Das gibt's auch wieder. Zum halben Preis. Finsterhort. Finsterhort. Geht geil. Beim Vorankommen 8 auf Trugbowser und zahlreiche Fallen. Oh mein Gott. Okay, Bowser. Ah, einige neue Bowser-Felder. Ja, Mario Party 2 Map ist am Start. Da kann ich natürlich jetzt nicht viel mitreden. Ich habe eigentlich nur Mario Party 9, 10, Super Mario Party und Mario Party Superstars gespielt. Und in dieser Spielbrettklassiker aus früheren Mario Party-Spielen war Western Land und so Mario Party, Mario Regenburg. Wie heißt das? Aus früheren Mario Party-Spielen war Regenbogenburg. Auf euch. Geil, sieht aber nice aus, Diggi. Und Pauline ist am Start, Diggi. Ist sehr, sehr nice. Da freue ich mich drauf. Ist ein nicer Charakter. Ist ja auch in Mario Kart am Start. Gipfelsturm mit Yoshi. Besondere Minispiele? Schließt sich euch ein Jamboree-Partner an. Jamboree-Partner? Jeder Partner hat ein... Leute, was ist eigentlich Jamboree? Haut's mal in die Kommentare raus. Was heißt Jamboree? Eine eigene Fähigkeit, mit der ihr zum Beispiel die Items anderer Spieler kopieren oder euch zufällig auf ein anderes Feld teleportieren könnt. Okay, man kann... Alter, einfach die Items kopieren. Oder hier mit dem Donkey Kong fast einfach auf ein anderes Feld. Alter, wie geil, Junge, das Spiel wird groß, Alter. Donkey Kong, die ihr da gewunken hat, voll süß eigentlich. Ein Jamboree-Partner hat aber noch mehr Vorteile. Ihr könnt sogar 2 Items oder 2 Sterne gleichzeitig kaufen. Oh, okay, yo, da zahlen sich die Münzen ja richtig aus. Da kann man einfach 2 Sterne gleichzeitig kaufen. Wir sehen doch schon oben Runde 5 von 15. Wird man wahrscheinlich auch wieder einstellen können auf, wie es bei Super Mario Superstars beispielsweise ist. Mit 20 Runden war, glaube ich, maximal. Oder, nee, 30 Runden, glaube ich, war Maximum. Alter. Den Mario Party Modus könnt ihr auch online bestreiten. Mhm. Spielt online mit Freunden oder mit Spielern aus aller Welt. Das wird nice, Mann. Wenn die Verbindung auch nice ist. Ich habe es bisher noch nicht so richtig in Mario Party Superstars getestet, aber wenn da die Verbindung gut ist und viele Leute auch wirklich online spielen, kann das sehr nice werden. Okay, Minispiel, ich bin gespannt. Super Mario Party Jamboree bietet eine Riesenauswahl an Minispielen. Oh, wir haben eben Buhu auch gesehen, ne? Buhu wird am Start sein. Super Mario Party Jamboree. Gab's Buhu schon mal als Charakter? Und Goomba kann man auch spielen, scheinbar. Bietet eine Riesenauswahl an Minispielen. Was ist das? War das Waluigi Flipper? Da werden sich bestimmt Leute freuen, Alter. Es gibt so viele Leute, die Waluigi Flipper in Mario Kart lieben. Da wird man das doch auch mögen, oder Leute? Was sagt er? Auswahl an Minispielen. Mehr als 110. Geil, einfach Flipper. 110 Minispiele, Leute. 110. Manche davon spielt er mit den Sticks und Knöpfen. Geil! Durch Bewegen der Joy-Con-Controller. Ja, das erinnert auch ein bisschen an so Minispiele, die man in One to Switch hatte, Leute. Also gut, dass die sowas auch eingebaut haben. Sehr, sehr, sehr gut. Ich liebe dieses HD Rumble und alle Funktionen, die man mit den Joy-Cons hat. Minispiele aus. Etwa auch in 2 versus... Vorausgesetzt, man hat keinen Joy-Con-Drift. Armdrückotrons, okay. Was ist das denn, Digga? Schwingt die Joy-Con-Controller in 3 neuen Spielmodi mit Bewegungssteuerung. Mhm.
flattert in der Paracoopa-Flugschule hoch hinaus. Hier stehen... Ja, das war ja auch im Trailer. Digga, wie bescheuert sieht das aus? Wahrscheinlich stelle ich mich da so hin und flatter los. Flattert in der Paracoopa-Flugschule hoch hinaus. Paracoopa-Flugschule. Hier stehen mehrere Spielmodi zur Verfügung. Tragt zusammen Fluggäste an ihr Ziel oder wetteifert um die meisten Parapünktchen. Aber warte, ist das jetzt ein Minispiel oder ist es ein komplett eigener Modus? Habe ich gerade nicht richtig verstanden. Holy shit. Paracoopa-Flugschule. Flatterkampf, Paracoopa-Taxi, freier Flug. Er sammelt die meisten Parapünktchen. Fliege unauffällig von hinten an deine Gegner, um all seine Parapünktchen auf einmal zu klauen. Wow. Das ist ja geil. Todfabrik? In der Todfabrik Kugeln ins Ziel. Nutzt die Bewegungssteuerung und arbeitet zusammen, um Level-Elemente zu bewegen. Wie das aussieht, Digga. Ey, das ist geil. Ich find's nice, dass sie die Joy-Cons so gut einbauen. Habt ihr das Zeug dazu, alle 30 Level zu schaffen? 30 Level? Also ist es dann doch ein eigener Modus? Ich glaube mal schon, ne? Crazy. Ey, das ist crazy, Leute. In der Rhythmusküche geht es takt- und geschmackvoll zu. Ja, das kennt man ja auch schon aus so normaler Super Mario Party, ne? Nur, dass es jetzt hier irgendwie mit einer Küche kombiniert wurde. Rhythmusspiele mit Küche. Hackt euch durch Gemüse. Ja, das erinnert jetzt voll an, wie heißt das? In Wii Sports Resort? Kennt ihr dieses, wo man mit der Wii-Fernbedienung so Früchte und alles Mögliche so zerschneiden musste? Garniert Desserts. Geil. Und würzt Gerichte mit bis zu 3 weiteren Spielern. Okay, Section die nice, Digga. Bewegt euch im Rhythmus und holt euch in diesem delikaten... Wahrscheinlich spiele ich so. 5-Sterne-Bewertung. Tanzen dann erstmal so Tretet fett rum. Tretet in den Bowser-Herausforderungen gegen Spieler aus aller Welt an. Aha, oder bildet Bowser. Mit ihnen ein Team. Okay, Bowser-Herausforderungen. Bowser-Athlon, ja genau. Nehmt im Bowser-Athlon an Online-Wettrennen mit 20 Spielern teil. Ey, das ist crazy. Sichert euch den ersten Platz, indem ihr in einer Reihe von Minispielen Münzen sammelt. Das Minispiel da erinnert doch voll an ein Mario Party 10 Minispiel. Geil, Mann. Bowser hier am Start. Passt auf, dass ihr nicht von der Plattform fallt und auf der Strecke bleibt. Okay, man kann also zurückfallen. Schafft ihr es als erster über die Ziellinie? Aha, und das geil. Ist noch nicht alles. Was? Schließt euch in Bowser Bomber Team zusammen. Bowser Bomber Team? Um den Riesen Bowser aufzuhalten. Oh mein Gott. Bis zu 8 Spieler müssen gemeinsam Bomben sammeln und sie in die Kanonen laden. Oh, man muss einfach so einen Bosskampf gegen Bowser, Digga. Das ist actually nice. Sichert euch den Sieg, indem ihr Trug Bowser innerhalb von 5 Runden in die Knie zwingt. Actually wäre sowas auch nice, wenn man auf so ein Bowser-Feld kommt, dass so ein Bowser-Minispiel kommt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und man sowas hier hat, nur halt jetzt nicht in so einer langen Ausführung mit 5 Runden oder so. Nach jeder Runde nehmen alle Spieler an einem Koop-Minispiel teil. Digga. Je nachdem, wie gut ihr darin abschneidet, verdient ihr euch nützliche Items, die euch im Kampf voranbringen. Oh, wow. Nur wenn ihr als Team zusammenarbeitet, könnt ihr den stampfenden Schurken zur Strecke bringen. Genau, der fällt dann einfach erstmal über eine Banane. Sowohl den Bowser-Bomber-Team als auch den Bowser-Athlon-Modus könnt ihr online mit Freunden und mit Spielern aus aller Welt spielen. Diese Speed-Booster sind doch nice, gehen wir noch aus 3D-World. Mehr Spielbretter. Oh, nice. Mehr Minispiele. Und noch mehr Modi. Goldene Goombas. Macht mit und kommt mit Crazy. Super Mario Party Jamboree in voll. Okay, hier sind nochmal alle Charakter. Ich weiß nicht, ob man das schon weiß. Spike, Koopa, Bowser Jr., Bowser, Goomba, König, Buhu, Shy Guy, etc. Aber man sieht jetzt hier zum Beispiel nicht Pauline, ne? Aber Pauline weiß man auch, dass sie am Start sein wird, ne? 17. Oktober. Ey Leute, wird das krass oder wird das krass? Holy shit. Leute, was ist eure Meinung zu Super Mario Party Jamboree? Haut's raus in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da für das Video. Teilt das Video gerne mit euren Freunden. Bedankt mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und auf Wiedersehen. Danke an alle Member und klick auf dieses Baba-Video hier. Du wirst es nicht bereuen.